Hallöchen, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte so mega Lust, mal wieder für euch zu vloggen und habe mir deshalb jetzt direkt die Kamera geschnappt. Es ist erst 8 Uhr, dementsprechend sind die Lichtverhältnisse leider nicht so prickelnd und ich musste heute nach langem mal wieder das künstliche Licht hier an der Kamera anmachen. Ich hoffe, es geht einigermaßen so. Aber ja, so ist es halt einfach zu dieser Jahreszeit. Ne? Ich habe jedes Jahr Probleme mit dem Licht. Genau. Ja, was wird heute passieren? Ich habe einen Haul für euch, denn ich war mit meinen Mädels gestern beim Kick und kurz beim Deichmann, weil die Sophie noch eine Jacke gebraucht hatte für den Kindergarten. Und dann haben wir noch so ein, zwei andere Sachen gefunden. Aber wir haben dieses Mal wirklich nur das gekauft, was wir gebraucht haben. Und die Großen haben wir die letzten Tage schon ausgestattet. Die haben jetzt alles, was sie brauchen. Es hat jetzt nur noch bei der Kleinen was gefehlt. Dann, genau, den Haul habe ich für euch. Dann zeige ich euch heute endlich die Klopapiertorte. Die werden wir dann später noch zusammen machen. Dieser Vlog übrigens ist leider dieses Mal nicht aktuell. Ich mag das ja eigentlich immer ganz gerne, wenn Vlogs aktuell hochgeladen werden. Funktioniert ja dieses Mal nicht, weil die Hochzeit, dann wenn ihr das Video seht, gestern war quasi. Und ich kann euch ja nicht zeigen, wie ich diese Torte mache. Und das Brautpaar sieht es dann vielleicht. Keine Ahnung, deshalb, ja, muss ich den Vlog leider eine Woche zurückhalten. Also das seht ihr heute auf jeden Fall. Dann gibt es den ganz normalen Mama-Alltag. Ich muss kochen und gleich noch ein bisschen Haushalt machen, bevor wir losfahren. Wir fahren nämlich zum Kieferorthopäde, denn Celine bekommt heute schon den oberen Teil von ihrer Zahnspange raus. Den unteren lassen wir noch ein paar Monate drinnen. Und heute Mittag muss ich mit allen drei Kindern noch zum Zahnarzt zur Kontrolle. Ja, das steht heute an. Es sollte also nicht langweilig werden. Und ich höre jetzt auf zu schnacken, drehe euch um und zeige euch den Haul und wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. So, wir fangen dann mal hier an bei dem kleinen Deichmann-Haul. Ich habe der Sophie diese Schuhe geholt, denn die hatte sie letztes Jahr tatsächlich auch schon. Die sind innen drin richtig schön weich und schön gefüttert. Letztes Jahr hatten wir die in hellgrau, dieses Jahr in schwarz mit diesen goldenen Pailletten. Ich finde die echt richtig schön. Genau, von Fila, ne, sieht man ja. Und die haben gekostet 29,95 €. Und ich finde, da kann man überhaupt nichts sagen, gell? Dann geht es auch schon direkt weiter beim Kick-Haul. Einmal hat sie sich das ausgesucht, weil sie hat eh noch so zwei, drei Pullis und Hosen gebraucht, weil wir immer noch nicht genug im Schrank haben. Ja, von Paw Patrol. Also mir war es schon klar, als wir den Kick betreten haben, dass wir das auf jeden Fall kaufen werden. Hat gekostet 3,99 €. Und gekauft habe ich übrigens alles in 122. Dann hat sie sich diesen Pullover ausgesucht. Auch da ist natürlich die Sky von Paw Patrol drauf. Wie soll es auch anders sein? Auch der Größe 122 hat gekostet 6,99 €. Passend dazu hat sie sich dann diese Leggings geholt. Wie süß ist denn die bitte, ne? Dieses Rosa mit dem Pünktchen. Und da ist die Liberty drauf. Doch, ich meine die Liberty. Es ist glaube ich, nicht die Sky. Das ist die Sky. Genau, das ist die Sky von Paw Patrol und das ist die Liberty. Die ist ja aktuell im Film. Da waren wir nämlich letztens im Kino das erste Mal mit Sophie. Auf jeden Fall hat die auch 3,95 oder 3,99 gekostet, auch in 122. Weiter geht's mit dem nächsten Outfit, das fand ich ja so süß. Das ist einmal ein Pepper Woods Pullover. Die sind jetzt halt alle nicht so mega dick, ne? Genau. Pepper Woods, wie gesagt, mit diesem Regenbogen und hat auch diese Pailletten. Aber wenn man die umdreht, da passiert farblich nicht wirklich viel. Ebenfalls 3,99 €. Passend dazu habe ich dann diese Leggings mitgenommen. Fand ich ja auch so süß. Ebenfalls aktuell bei Kick für 3,99 €. So, und weshalb wir eigentlich los sind, war wegen dieser Jacke. Die ist nämlich richtig schön gefüttert, hat nur 19,99 € gekostet und für den Kindergarten finde ich die echt perfekt. Das ist so ein Parka, also ich fand den richtig schön. Den habe ich sogar eine Nummer größer gekauft, in 128. Der passt so viel wie angegossen, obwohl sie eigentlich gerade jetzt in die 122 reinrutscht. Ja,
Wie gesagt, ich fand den richtig schön und der ist auch schön dick und kuschelig innen drin. Richtig cool, wieder ein Schnapper gemacht, wie gesagt 19,99. Und passend dazu habe ich dann noch die Mütze mitgenommen. Die hat nur 1 Euro gekostet. Also wenn ihr Mützen, Schals oder Handschuhe braucht, seid ihr momentan beim Kick echt gut bedient. Denn die haben alles runter reduziert. Das teuerste Teil war 1,99 €. Celine hat sich noch einen Schal mitgenommen für 50 Cent. Den hat sie jetzt aber gerade schon umhängen. Und was wir auch noch gekauft haben, waren 2 Nylon-Strumpfhosen. Einmal für die Celine und einmal für mich. Für die Hochzeit, für unsere für unter unsere Kleider. Genau. So, das war dann erstmal der Kick-Haul. So, die Lichtverhältnisse werden also noch nicht besser, aber ich wollte euch noch was zeigen, denn ich habe noch eine Sache im Internet bestellt und habe mich unfassbar geärgert. Und zwar die Sophie und ihre Cousine, die sind ja bei der Hochzeit Blumenmädchen, nur leider darf man dort keine Blumen streuen an der Location. Und deshalb haben wir uns was einfallen lassen und haben ein Schild gekauft, wo drauf steht, Onkel so und so, hier kommt deine Braut. Was die beiden Mädels, also wir wollten dann eine Kordel machen, ne? So dass beide Mädels dann in das Schloss einlaufen und jeder halt eine Seite von diesem Schild in der Hand trägt, wo halt drauf steht, dass jetzt die Braut kommt, als Überraschung für die Braut. Jetzt kam dieses Schild gestern, ich habe mich so geärgert, ey, so unfassbar geärgert. Schaut euch das mal an. Also so schaut es aus, eigentlich wie auf dem Bild, aber seht ihr das? Also das ist kein Schild für mich, das ist eine Essensunterlage. Der Christian hat auch gesagt, lern doch endlich mal die Beschreibung zu lesen. Und ja, er hat sie sich dann durchgelesen und tatsächlich steht da Schild. Da steht nicht, dass das nur so ein billiges Material ist. Und ihr seht es ja hier vielleicht, ne? Das hat schon einen Knick, der auch sichtbar ist. Also ich bin maßlos enttäuscht, so ein Mist gekauft zu haben, ehrlich. Also ich bin echt richtig sauer, weil die Idee mit diesem Schild an sich ist echt gut. Jetzt hat Christian gemeint, er versucht es mir nochmal zu retten, indem er das auf eine Holzplatte vielleicht klebt und dann bohrt er 2 Löcher rein und macht dann jeweils eine schöne Kordel an beide Seiten. Aber trotzdem, wie gesagt, ist es halt unfassbar ärgerlich, dass ich dafür jetzt echt 14 Euro ausgegeben habe. Also das hätte ich auch selbst noch irgendwie hingekriegt. Das ärgert mich halt einfach. Naja, ich mache jetzt ein bisschen Haushalt und dann geht's für uns los. Das war es jetzt auch schon mit Haushalt. Ich habe nämlich gestern Nachmittag alles komplett geputzt und musste heute Morgen wirklich nur noch das Allernötigste machen. Für uns geht es jetzt zum Kieferorthopäden und ich melde mich dann später wieder bei euch. So, es ist jetzt 23:30 Uhr, wir sind wieder zu Hause und ihr seht also von den Lichtverhältnissen her, es wird heute nimmer besser, es ist einfach so dunkel noch draußen. Ja, Selinchen hat die Zahnspange rausbekommen, das sieht so mega ungewohnt aus. Ich habe die ganze Zeit gesagt, guck mich nochmal an, weil es irgendwie so... Es schaut ganz anders aus, aber gut, richtig gut und sie fühlt sich jetzt auch wohler. Und ja, während Celine die Spange rausbekommen hat, war ich beim DM, denn dank Corona durfte ich leider nicht mit. Und das hat ja heute ein bisschen über 1 Stunde gedauert. Genau, war ich schon bei DM und habe den Monatseinkauf erledigt. Das filme ich euch dann auch für nächste Woche ab. Ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich in Celinchens Zimmer sitze. Und zwar... habe ich doch vor einigen Wochen euch schon mal in einem Vlog gesagt, dass wir die Matratzen von Genius testen dürfen, die Easy-Matratzen. Und wir haben ja die Matratze zu Celine ins Zimmer gemacht, weil sie ja auch schon Rückenprobleme hat. Die hat das gleiche Problem wie ich früher als Teenie mit dem Rücken halt. Ja, genau, deshalb haben wir gesagt, sie hat die Rückenprobleme, deshalb bekommt sie die gute Matratze jetzt. Und genau, die hat sie jetzt einige Wochen lang getestet und Celine hat gesagt, sie wacht morgens auf und hat keine Rückenschmerzen mehr, was so viel wert ist, denn wie gesagt, ich hatte das gleiche Problem als Teenager und ich weiß, wie es ist, wenn man morgens wach wird und immer
Rückenschmerzen hat und kaum aus dem Bett kommt. Also das ist echt furchtbar. Und ja, wie gesagt, sie hat diese Matratze getestet. Die Schmerzen morgens, hat sie gesagt, zumindest, die halten sich sehr, sehr in Grenzen. Also die Matratze wurde als sehr gut empfunden. Und ich drehe euch einfach mal um, weil ich euch da nämlich noch was zeigen wollte. Was mir als allererstes positiv an der Matratze damals schon aufgefallen war, ist, dass die sehr stabile Tragegriffe hat. Und damit kann man die Matratze weitaus besser transportieren, wie wenn keine Tragegriffe dran sind. Ne? Jeder hat schon mal von uns eine Matratze geschleppt. Ihr wisst ja alle, ja, wie das so ist. Genau, also das ist dran. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, wie dick diese Matratze ist. So, ich hole die mal ein Stück vor. So, also die ist schon um einiges dicker als eine normale Matratze. Da sind drei verschiedene Schichten drin verarbeitet. Was ich auch gut finde, der Stoff ist Waschmaschinen und Trockner geeignet. Genau, also könnt ihr einfach da mittels Reißverschluss einfach abmachen. Die Matratze gibt es auch in verschiedenen Größen. Die Celine hat jetzt 1,80 auf 2 Meter drin. Und was diese Matratze auch hat, was herkömmliche Matratzen nämlich nicht haben, sind diese Silberfäden. Ich glaube, die kann man auch ganz gut erkennen, denn dadurch wird Bakterienzuwachs vermindert. Das ist mal richtig cool, ne? Habe ich vorher noch nie so in der Matratze mitbekommen. Also auch als sehr gut empfunden. Und was ich auch richtig gut an den Easy-Matratzen finde, egal welche Körperform ihr habt, diese Matratze passt sich immer an eure Körperform und an eure Schlafposition an. Also finde ich auch richtig gut. Das heißt, die ist für alle Körperformen und Schlafpositionen geeignet. Genau. Selbstverständlich habe ich auch hier wieder einen Rabattcode für euch. Weiterhin gilt mein Rabattcode Jasmin10. Den habt ihr das ganze Jahr über auf alles im gesamten Genius Shop. Und für die Matratzen habe ich nochmal einen extra Rabattcode, der sich richtig lohnt. Der ist nämlich nicht nur 10%, den habt ihr nämlich bis zu 30%. Und damit ihr euch das jetzt nicht alles merken müsst, was ich euch jetzt hier gerade erzähle, schreibe ich euch alle Rabattcodes und Links zu Genius und zu dieser Matratze, schreibe ich euch alles unten in die Infobox. Dann habt ihr es so ein bisschen einfacher. Könnt euch abscreenshotten oder einfach direkt über die Links reingehen und könnt euch die Matratzen ansehen. Genau, so, das ist jetzt erstmal dazu. Ich werde jetzt schon mal ein bisschen was fürs Mittagessen richten, weil wir gleich Sophie abholen müssen. Eigentlich wollte Celine die heute holen, aber es regnet und ja, das ist dann halt ein bisschen schwierig. Genau, deshalb richte ich schnell alles, damit es gleich ein bisschen schneller geht, weil ich ja heute noch die Torte machen will und wir aber auch noch zum Zahnarzt müssen. Und heute Abend wollten wir uns noch mal mit Heizöl beschäftigen. Ja, genau. Ist ja auch so eine Sache, ne? Bei den Preisen momentan, man bestellt immer nur eine geringe Menge. Eben als wir unterwegs waren, habe ich gesehen, 2,01 € für Benzin. Ey, da habe ich mir echt am Kopf gepackt. Das ist doch nicht mehr normal so langsam. Max, guck mal, wer sich hier aufs Bett gesetzt hat. Runter, mein Freund. Ey, ist unglaublich. Er versucht es immer wieder, gell? Immer wieder. Wie er mich jetzt anguckt. So, jetzt ist er beleidigt. Genau, so. Ich höre jetzt auf zu quatschen. Geh hoch, richte alles und melde mich später wieder bei euch. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you. Wir haben jetzt lecker Mittag gegessen. Ich kann euch nicht mehr sagen, was das für ein Gericht war. Ich habe das jetzt einfach so selbst zusammengebastelt mit Sachen, die ich noch zu Hause hatte. Das waren ja Knöpfle, Kochsahne war dran, dann hatte ich ein paar Röstzwiebeln gemacht
und verschiedene Käsesorten, die jetzt eh schon offen waren und weg mussten, wie Mozzarella, Butterkäse, alles mögliche kleingeschnippelt und habe das dann so drüber laufen lassen, genau. Also es war irgendwie Käsespätzle, aber irgendwie auch doch nicht. Genau, ihr seht, die Lichtverhältnisse sind auch endlich ein bisschen besser. Und ich mache mich jetzt an die Klopapiertorte, denn in 1,5 Stunden müssen wir auch schon wieder los. Ich will das jetzt aber endlich mal weg haben und würde sagen, ich drehe euch jetzt einfach um und zeige euch, was ich dafür so alles verwende. Eine Sache habe ich leider vergessen zu kaufen, da muss ich jetzt dummerweise improvisieren. Zeige ich euch jetzt aber auch. So, als erstes brauchen wir eine Unterlage für die Klopapiertorte. Da habe ich jetzt dann ja, so ein Stück Pappe genommen. Ihr könnt auch Styropor nehmen, eine Holzplatte, was auch immer. Ja, dann habe ich roséfarbenes Geschenkpapier gekauft. Kommt nur leider auf der Kamera gar nicht so schön rüber. Damit verpacke ich ja, die Pappe, damit das halt auch einigermaßen schön aussieht. Habe mir schon Klebestreifen und Schere gerichtet. Ganz wichtig für eine Klopapiertorte ist natürlich Klopapier. Da habe ich zwei so XXL-Teile geholt. Ich gucke mal gerade, wie viel da drin ist. 16, das heißt insgesamt habe ich 32 Rollen Klopapier. Zum später Verpacken habe ich dann Glassichtfolie und so ein paar Geschenkebänder. Oh Gott, hier hinten sieht man noch das Chaos. Dann habe ich zum Dekorieren die zwei Blümchen, Sträucher, was auch immer. Oh mein Gott, ey. Das ist heute wieder hochprofessionell hier. Das hatte ich noch von der Frühlingsdeko jetzt einfach übrig. Wollte ich da vielleicht reinschaffen, weil das halt ganz gut von den Farben her passt. Das Hochzeitsmotto ist ja Rosé. Deshalb habe ich mich jetzt halt irgendwie so versucht, an die Farben zu halten. Dann habe ich so kleine Röschen in Rosa und in Weiß. Und dann habe ich hier so ein paar Mini-Klemmerchen bestellt. Damit will ich dann das Geld anbringen. Ich habe das Geld auch, damit sie ein bisschen was zum Zählen haben, habe ich das Geld einfach komplett in 5-Euro-Scheine mir wechseln lassen. Da brauchen wir ein Band zum Fixieren. Und ja, da fängt mein Dilemma an. Ich wollte eigentlich ein roséfarbenes Band. Hätte schwören können, dass ich es gekauft habe, aber irgendwie habe ich jetzt auch nichts gefunden. Also nehme ich Kordel und hoffe jetzt einfach, dass es gut aussieht. Das ärgert mich jetzt selbst, aber ich fahre jetzt nicht nochmal eine halbe Stunde zum nächsten DM, um das jetzt halt zu kaufen. Und das hier hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Das hatte ich auch dafür bestellt. Mr. & Mrs. ist auch roséfarben, kommt jetzt nur ein bisschen auch wieder farblich anders rüber. Und das stecke ich dann ganz am Schluss so als Topper oben auf die Torte drauf. Genau, die Geldscheine werde ich jetzt erstmal zu kleinen Herzchen falten. Da habe ich mir bei YouTube so Tutorials angeguckt und dann machen wir uns an die Torte. Und bevor ich jetzt noch länger plapper und plapper, würde ich sagen, wir legen los. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal: give me all for your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one little finger and the door shut. 'Cause I know we are real as can be, although we still. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made, it all seems real now that I'm not afraid. And we really got them, yeah we sure did ride it out. 'Cause we have each other, that's what it's all about. I was no good, they said, you could do much better. Although we stick to each other, we're free. We are free.
You had me at hello. Cause where you go is where I go. So schaut jetzt unser fertiges Törtchen aus Klopapier aus. Ich finde, das ist richtig, richtig schön geworden. Vor allem, weil ich ja improvisiert hatte, weil ich ja hier eigentlich das roséfarbene Band haben wollte. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wäre zu viel. Da ist genug Rosa jetzt durch die Blüten schon drinnen und durch dieses Teil. Also ich finde, die ist richtig, richtig schön geworden. Die werde ich jetzt nur noch in Glassichtfolie gleich einpacken. Und ja, dann ist auch endlich das Hochzeitsgeschenk fertig. So ihr Lieben, ich habe es geschafft. Die Klopapiertorte ist vollendet. Ich habe sie jetzt nur noch verpackt und ja, somit ist sie endlich fertig. Ich finde, sie ist eigentlich ganz hübsch geworden. Und ja, ich werde jetzt auch den Vlog an dieser Stelle beenden, denn für uns geht es ja jetzt gleich zum Zahnarzt. Und danach beginnt eigentlich schon wieder so das ganz normale Abendprogramm bei uns. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen zu einem neuen Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.